Der erste Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg hat seine letzte Sitzung bereits abgeschlossen für dieses Jahr. Anfang nächsten Jahres wird der Bericht darüber erstellt und ein zweiter Ausschuss ist in Planung, da viele Fragen nicht ausreichend beantwortet werden konnten. Der Mord an Michael Kiesewetter ist ein Hauptaugenmerk des Ausschusses. Auch die rechtsradikalen Tendenzen innerhalb der Polizeibehörden in Baden-Württemberg und die Verbindungen der rechten Szene nach Thüringen und umgekehrt. Wir sprechen jetzt mit Petra Heffner, Grünen Abgeordnete im Landtag Baden-Württemberg und Mitglied des dortigen Untersuchungsausschusses. Schönen guten Morgen, Frau Heffner. Guten Morgen, Frau Fischer. Die letzte Sitzung am 11.12. hat der Vorsitzende des Ausschusses Drexler abgesagt. Es sollte um die Aussage von Beate Zschäpe gehen. Warum hat man sich entschlossen, diese Sitzung ausfallen zu lassen? Ja, in der Tat, wir wollten an diesem Tag eine Sitzung stattfinden lassen, um eben zu schauen und zu interpretieren, was waren die Aussagen von Beate Zschäpe und wollten wir sie uns von dem Anwalt persönlich dann auch sagen lassen. Nachdem, was Frau Zschäpe gesagt hat, beziehungsweise auch wie es gesagt worden ist, haben wir dann entschieden, den Ausschuss abzusagen, die Sitzung abzusagen, weil nämlich keine neuen Erkenntnisse dabei rausgekommen sind. Mhm. Der Mord an Michael Kiesewetter ist ein zentrales Thema im Ausschuss. Gibt es da neue Erkenntnisse und wie stehen diese im Kontext mit der aktuellen Aussage Zschäpes, dass Mundlos und Böhnert sich hätten eine neue Waffe besorgen wollen? Klingt das glaubhaft? Ja, nee, die Glaubwürdigkeit von Zschäpe ist tatsächlich in Frage zu stellen, auch allein schon aus dem Grund, wie sie die Aussage gemacht hat, also dass sie hat schriftlich vorlesen lassen und dass sie nicht selber gesprochen hat, ist schon eine Bewertung, die niedriger anzusetzen ist. Hm. Was hat sie gesagt? Sie hat alles auf Mundlos und Böhnhardt geschoben. Sie hat geäußert, dass die Waffen wichtig gewesen wären, die von den Polizisten zu haben. Für uns ist es aber dann weiterhin unklar, was für einen Sinn dieses gehabt haben soll. Weil die Waffen wurden nicht weiter eingesetzt vom NSU-Trio. Und wenn wir jetzt sagen, okay, sie wollte die Waffen haben als Siegestrophäe, dann fragen wir uns, warum sind die Waffen nicht mehr verwendet worden und haben eine prominente Rolle spielen dürfen im Bekennervideo, das das NSU-Trio gemacht hat. Mhm. Kollegen Michael Kiesewetters hatten ausgesagt vor dem Ausschuss, sie hätten einen Anfangsverdacht gehabt, nämlich dass es sich um einen Racheakt an der Polizei gehandelt habe. Frau Kiesewetter war zuletzt öfter als NÖP, also als nicht offiziell ermittelnde Person in der Drogenszene eingesetzt. Gibt es Anhaltspunkte, dass sich ein solches Szenario aus dem Bereich der organisierten Kriminalität auf der Theresienwiese abgespielt hat? Also alle Zeugen, die wir hatten eine Vielzahl von Zeugen da, konnten wir keine Beweise dahingehend finden und eine glaubhafte Begründung dafür bringen, dass Michael Kiesewetter, und man muss ja auch hier in diesem Fall ganz klar von Martin Arnold sprechen, der schwer getroffen worden ist, aber diesen Schuss überlebt hat. Wir konnten keine Indizien dafür finden, dass ganz gezielt diese zwei Polizisten ausgewählt worden sind, um hier diesen Anschlag zu üben, dass eben ganz gezielt diese zwei Polizisten an dem in Heilbronn auf der Theresienwiese dann dementsprechend zum Zug kamen. Mhm. Kollegen Kiesewetters bezeichneten auch die Aktivitäten ihres damaligen Vorgesetzten Timo Hess im Kuckucksklan als Jugendsünden. Mhm. Bestätigen sich Vorwürfe zu rechten Tendenzen innerhalb der Baden-Württemberger Polizeistrukturen anhand der Zeugenvernehmungen? Da machen Sie jetzt gerade ein weites Feld auf. Also wir haben in der Tat den Kuckucksklan angeschaut. Wir haben den Kuckucksklan angeschaut, weil Timo Hess, der ja wie gesagt der Vorgesetzte von Michael Kiesewetter war, und eben wir geschaut haben, gibt es Verbindungen, können wir irgendwo auch da eine Struktur erkennen, die eben belegen würde, dass Michael Kiesewetter auch ganz gezielt über rechte Strukturen dann eben als Opfer ausgewählt wurde. Mhm. Sie sprachen das mit den Jugendsünden an. Wir haben uns die
Mitglieder, die damaligen Mitglieder vom Kuckucksklan als Zeugen in den Untersuchungsausschuss geladen. Wir hatten auch Kollegen dieser ehemaligen Mitglieder im Untersuchungsausschuss. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Verhalten eher runtergespielt worden ist, dass es diese Mitgliedschaft gab. Kollegen nannten es erschütternd, dass sie es, als sie es dann mitbekommen haben, konnten aber selber an den Kollegen, die Mitglied im Kuckucksklan waren, keine rechte Tendenzen sehen. Wir meinen, dass es mehr als erschütternd ist, wenn Polizisten eine Mitgliedschaft haben in einem rassistischen Geheimbund. Wir nennen das auch schon skandalös, wie der Umgang damit war. Wir haben als Ausschuss ganz klar herausarbeiten können, dass der Verfassungsschutz sehr frühzeitig von den Aktivitäten der Polizisten im Kuckucksklan wussten und auch die Polizei informierten. Und was dann passierte, war tatsächlich ein groteskes Schauspiel kollektiver Verantwortungslosigkeit. Die beteiligten Stellen in der Polizei schoben sich den Fall oder die zwei Fälle, um die es da ging, so lange hin und her, dass eigentlich am Ende eine wirkungsvolle Disziplinarmaßnahme gar nicht mehr möglich war, weil so viel Zeit verstrichen wurde. Also wir können sagen, die KKK-Episode wurde eigentlich sehr geräuschlos und für die Beamten dann letztendlich ohne ernsthafte Konsequenzen zu den Akten gelegt. Mhm. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass einer der Beamten Beamter auf Probe war zu der Zeit, ne? Ist das natürlich schon schlicht beschämend und eigentlich auch ein Armutszeugnis für so für den Sicherheitsapparat oder wenn man sagt, okay, wie könnte auch der Sicherheitsapparat und die Polizei so selbstreinigend ihre Strukturen dann auch anschauen. Daher war es wirklich sehr erschreckend. Mhm. Abschließend noch eine Frage. Der Bericht über den V-Mann Corelli, den das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags von Jerzy Montag erstellen lassen hat, wurde dem Untersuchungsausschuss trotz dringlicher Bitten ja nicht ausgehändigt. Ja. Montags Aussagegenehmigung an dem Tag wurde nochmal stark eingeschränkt. Vor was hat man Angst, zumal schon mehrere Auszüge aus dem Bericht an die Presse geleakt wurden? Wie gehen Sie im Ausschuss damit um? Ja, also es ist so, dass wir als Untersuchungsausschuss natürlich einen Bericht haben wollen, so offen wie möglich, so öffentlich wie möglich. Jerzy Montag hatte bei uns auch im Untersuchungsausschuss ganz klar formuliert, er hat den Bericht so geschrieben, nämlich die Namen, wo es notwendig war, draußen gelassen, dass er in der Fertigung, wie er ihn vorgelegt hat im Kontrollgremium, öffentlich gemacht werden konnte. Jetzt war es so, dass tatsächlich die Freigabe vom parlamentarischen Kontrollgremium nicht war. Und Herr Montag hatte ja auch eine ganz enge Aussagegenehmigung für unseren Untersuchungsausschuss erhalten, was er öffentlich sagen konnte. Und es war auch so, wir hatten ja im Anschluss an die öffentliche Sitzung auch eine nicht öffentliche Sitzung. Und da kann ich Ihnen auch sagen, auch hier war auch diese Aussagegenehmigung, hatte da auch eine Bindung für Herrn Montag. Das heißt, für uns wenig ergiebig, ob auch mit dem Wissen, dass ja in der Zeitung schon der Bericht vorlag und wir Dinge aus der Zeitung wahrnehmen konnten, die Herr Montag selber uns gar nicht erzählen konnte. Klar kann man jetzt sagen, so ein Untersuchungsausschuss hat so eine Fähigkeit oder möchte gern sich verhalten wie ein Staubsauger und so viel wie möglich alles ansaugen. Und da dagegen stehen eben auch die Bedenken der Sicherheitsbehörde. Das ist klar ein Interessenskonflikt, dass eben die Sicherheitsbehörden auch für ihre Arbeit Dinge geheim halten wollen. Wir sehen aber auch, dass es in anderen Ländern, wie jetzt in Thüringen oder eben in Nordrhein-Westfalen, auch eine andere Handhabung gibt, wie wir wie im Untersuchungsausschuss auch gearbeitet werden kann. Das hat für uns zur Konsequenz, also hier in Baden-Württemberg, dass wir sagen, wenn wir in die neue Legislaturperiode gehen, dass wir dann auch das Untersuchungsausschussgesetz ändern wollen, damit wir dann auch mehr parlamentarische Macht drin haben. Also das heißt, wie gehen wir um mit Schwärzungen von Unterlagen und welche Unterlagen dürfen nur im Geheimraum gelegt werden? Oder
oder auch wie werden wir umgehen mit dem, was dort Zeugenaussagen dann auch dementsprechend die Beamten bekommen. Also es sind alle Fragen, die wichtig sind, die auch dahingehend wichtig sind, dass wir eine gute Aufklärungsarbeit machen können. Weil, wenn wir uns das anschauen, welche Aufgabe hat denn ein Untersuchungsausschuss? Der Untersuchungsausschuss soll ja im Fakt nicht die Ermittlungsarbeit machen, das machen die Behörden, dafür sind die zuständig. Wir schauen uns an, wie war die Arbeit innerhalb der Sicherheitsbehörden, auch untereinander, also vom LFV zum LKA zur Polizei, wie war die Kommunikation, und da sehen wir, dass es durchaus Verbesserungswünsche gibt und Möglichkeiten auch gibt, und wir denken, es ist ganz wichtig, dass es eine Evaluation auch geben muss, eine Überprüfung für den ganzen Vorgang. Wir sprachen mit Petra Häffner über den aktuellen Stand im Baden-Württemberger Untersuchungsausschuss. Viele Fragen sind weiterhin offen. Eine Fortsetzung des Ausschusses ist für nächstes Jahr geplant. Vielen Dank, Frau Häffner, für das Gespräch. Ich danke Ihnen.